Okay, es geht los. Es geht los. Ich hab's Bock. Ich bin einfach generell in der musikalischen Familie aufgewachsen und wir hatten immer ein Klavier zu Hause. Ich habe drei ältere Brüder und zufälligerweise hatten wir dann alle verschiedene Instrumente gelernt und so haben wir dann mal eine kleine Brüderband gehabt. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie wir Knocking on Heaven's Door in einem Altersheim gespielt haben. Das war ein bisschen geschmacklos. Wenn ich ehrlich drüber nachdenke, dann wird mir leider klar, dass der Großteil meiner Taten völlig unbedeutend war. Ich bin kein Bundeskanzler und ich stand auch nie zur Wahl. Für das Weltgeschehen war ich scheißegal. Doch ohne diese Phase hätte ich dich wohl nie getroffen, denn wir waren beide bei den anonymen Quarter-Life-Crisis-Betroffenen. Dort kamen wir uns näher und wir fassten einen Plan. Wir tun etwas, was vor uns noch niemand hat getan. Wir hatten Corona-Sex und ich hab mich nicht infiziert. Du hattest und ich schon lange nicht mehr kopuliert. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Nimm das zurück. Wir hatten Corona-Sex und das war einer unserer schönsten Momente. Ich find's jetzt nicht ultra funny, aber cooler, als ich's erwartet hatte. Und meine Spaghetti war schon lange nicht mehr al dente. Ja! Oh. Schönes Instrument. Komm, wir haben noch mal Corona-Sex. Ja, du. Das findest du, magst du das? Ich finde es nicht super funny. Und bei der Gelegenheit können wir auch ein Tutorial für YouTube produzieren. Ich würde eigentlich gerne noch ein anderes Lied von ihm hören. Vielleicht hat er irgendwie noch ein anderes Thema oder noch einen anderen Witz. Du musst vorher nicht mal duschen, denn meinen Geruchssinn habe ich sowieso verloren. Hallo! Danke. Ey, es war so richtig cool. Aber sag mal, hast du noch einen zweiten Song, den du spielen kannst? Ich gehe jetzt bouldern, ist so mein Klassiker. Ich gehe jetzt bouldern, jaha! Spielst du ihn? Ja. Da freue ich mich, cool. Der Titel ist genial. Ich suchte lang nach einer Community. Nicht zu Mainstream und nicht zu alternativ. Viel geiler, direkt. Ich sang in einen Chor, doch das hielt nicht lange vor. Denn ich sing meistens schief. Dann machte ich irgendwas mit Zahlen. Doch merkte bald, damit krieg ich keine Frauen rum. Dann ging ich zu den jungen Liberalen. Doch da hatte ich das gleiche Problem. Und außerdem waren die alle dumm. Und so verbrachte ich mangels einer Peer Group meine Tage ganz allein mit einem Bierkrug. Doch vorbei sind endlich diese tristen Stunden, denn ich hab was gefunden. Ich geh jetzt bouldern mit einer coolen Mütze, obwohl ich selten boulder, sondern meist daneben sitze, mit nem Flammkuchen vegan und ner Bio-Limonade. Ich geh bouldern. Ach, wie schön, dass ich ein neues Hobby habe. Jetzt! Zur Boulderhalle fahr ich mit dem Longboard. Dort angekommen ziehe ich zuerst mein T-Shirt aus und damit mir nicht kalt wird, hab ich ja meine coole Mütze auf. Da! Zum Bouldern. Egal wie sehr ich schwitze, dabei trage ich zu jeder Zeit meine coole Mütze beim Bouldern. Ach, wie schön, dass ich ein neues Arbeitsverhältnis habe. Sehr cool. Ah. Igor, wie findest du's? Ja, das Lied fand ich wirklich sehr viel besser. Ah, mochte ich sehr. Danke sehr. Ich fand's auch sehr gut. Wollen wir den mitnehmen nach Wuppertal? Ja, weil wo die geilen Joke-Songs herkamen, da kommen auf jeden Fall noch eine Menge gleich. Dann sind wir uns ja einig. Samuel, Samuel. Vielen herzlichen Dank, dass du für uns gespielt hast. Sehr gerne. Sehr lustig. Sehr gerne. Ich geh jetzt bouldern. Hat dir dieses Video gefallen?
Dann abonniere unseren Kanal. Falls du die Folge verpasst hast und streamen möchtest, dann mach das hier auf RTL Plus. Und für mehr Highlights und Auftritte von The Piano, klickst du jetzt hier.